Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Ebro. Hallo. Hallöchen. Hi. Wir befinden uns hier bei meinem Vergnügungspark. Den habe ich gebaut vor 310 Tagen. So lange ist das schon her, dass wir den hier zusammen gebaut haben. Ich habe hier so einen Freefall Tower. Ich habe hier so eine Wasserrutsche. Ich habe eine selbst. Die habe ich selbst gebaut, Leute. Wer von euch erinnert sich? Habe ich hier so eine Achterbahn gebaut. Hier habe ich verschiedene Toilette, verschiedene Snackshops, drehende Tassen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Und da war so ein Karussell. Aber Ebro hat schon einen viel heftigeren Park, ja. Alter. Lass mal rüber zu Ebro, ich will mal deinen Park sehen. Komm vorbei. Ich habe ein bisschen, glaube ich, weitergespielt damals. Bin mir aber nicht sicher. Aber es sieht ziemlich cool aus. Du hast aber auch nur 2 Sterne. Ich gebe dir ein Like. Alles ist voll bei dir. Oh, danke. Like. Ja, ich habe übelst viele Leute. Ich habe 85 Leute gerade bei mir. Hey, ist echt mega voll. Hey, dein Park sieht viel cooler aus als meiner. Dankeschön. Hey, der ist voll geordnet und alles. Ja, ich habe mir auch Mühe gegeben, ne? Deswegen. Meiner ist voll kacke. Aber wir haben zum Glück 334.000 Dollar, um das zu ändern. Das heißt, wir gehen jetzt zurück. Unser Ziel ist es, mehr Gäste zu haben als Tordenhone. Wer auch immer das ist. Es ist ein Gegner. Konkurrenz ist das. So. Ja, muss sollen auch wir dazu... werden. Soll ich dazu ein bisschen neu bauen oder was denkst du? Ist halt ziemlich. Also so eine große Achterbahn wäre eigentlich ziemlich cool. Ich habe eine große Achterbahn eigentlich. Gibt es eigentlich noch andere Arten von Achterbahnen? Oder sind du kannst sie selbst bauen, glaube ich. Ja. Wir beginnen mal. Was bauen wir? Wir bauen einen Flugsimulator. Huh? Alter. Ja, aber das ist halt voll kacke hier von dem hab Weg. Habe ich das schon? Ich habe das sogar. Das ist cool. Okay, warte, ich habe eine Idee, wie wir es machen. Ich habe eine richtig geile Idee. Wie kann ich denn die Dinger verkaufen? Löschen. Piu. Ja, aber ist löschen und... Oh, du musst das Fahrgeschäft schließen? Ey, das wird ja wieder kompliziert. Wenn du halt Leute dort hast, ne? Ja, dann lösche ich einfach die Leute mit. Zack, so, das auch weg, weg, weg. Ich habe nämlich eine voll geile Idee, wie wir es machen. Passt auf. Hier machen wir so einen doppelten Bereich mit Shops. Wartet mal, wir brauchen Shops. Da gehen wir zu... Wo sind denn Shops? Ebro, wo sind Shops? Bei Stände. Ich brauch deine Hilfe nicht. Andere Stände. Da hast du ein Messer und eine Gabel? Hexenhut. Warum hast du nicht gesehen? Weihnachten, ist ja bald Weihnachten. Wir machen Weihnachten. So, wartet mal. Erstmal machen wir noch... Oh, erstmal noch die Richtung hier voll. Wie kann ich den drehen? Ah, okay, ich hab schon. Mit R. So, wir haben den Weihnachtsmann. Oh nein, der hat mich eingesperrt. Oh nein, Leute. Ich komm nicht raus. Oh Mann. Ja, okay. Wir löschen den nochmal. Mann, ey. Stände. Andere Stände. Sollen wir nochmal den Weihnachtsmann. Neben dem Weihnachtsmann machen wir einen Dino. Oh ja, das ist cool, das ist cool. Pass auf, und welche Idee ich jetzt hatte. Wir machen hier noch Piratenhut. Den drehen wir jetzt aber. So. Und jetzt haben wir hier noch ein paar Imbissstände. Hier Ach so, das ist ja. Na, das reißen wir dann auch ab, kein Problem. Heißgetränke, Slush-Eis, Pizza, Zuckerwatte, Burger. Das hier und Popcorn. So. Ja, genau. Jetzt reißen wir das hier ab. Ach so, da sind ja Leute da drin. Mann, jetzt geht mal weg hier, ey. Ich will kein Geld verdienen. Ich muss hier neu bauen, alles. So, ciao. Freefall weg. Abgerissen, die Bude. So, das kommt weg. Genau, perfekt. Und jetzt brauchen wir einen Weg. Wege. Wir machen aber direkt einen richtig geilen, Alter. Was ist ein richtig cooler? Treppen? Ich will keine Treppen. Ich will hier einen Stoffweg, Alter. Hier Beton. Beton ist gut. Stoffweg? Oh Gott, was ist das denn? Ohne Schuhe rumrennen. Das ist schräg. Wir wollen nicht schräg. Ich will gerade. Warum? Ah, okay. Perfekt. Ja. Da können wir direkt auch sehen, was wir neu gebaut haben und was nicht. So. Hier. Und hier. Ja, da haben wir noch viel Platz hier. Da machen wir Deko, Leute. Was haltet ihr von Deko? So, wir löschen das hier und das hier. Genau. Perfekt. Das hier und das hier. Genau. Jetzt kommen da Deko-Sachen hin. So, was haben wir hier? Das ist richtig teure Deko. Wir gehen ganz nach rechts, Leute. Wir haben ja die Moneten. Weiter. Schnee. Schnee passt, oder? Ist ja eh bald Winter. Oh mein Gott, das ist ja... Passt. Genau. Wir brauchen Lampen. Wo kriegen wir Lampen her? Die sind bei Wege, Mülleimer und Laternen.
Wege, Mülleimer und Laternen. Genau. Okay. Wie hast du das gemacht? Hast du die einfach auf die Wege platziert? Ja, die kann man so am Rand, also rechts so am Rand platzieren, deswegen stören die auch nicht. So. Ich mache einfach immer neben dem Mülleimer mache ich auch eine Laterne. Ja, mach so. Das. Okay. Den Mittlerweg haben wir fertig. Und jetzt haben wir nämlich die Freiheiten. Wartet mal, jetzt ist nämlich, jetzt kommt der eigentliche Plan überhaupt erst. Jetzt können wir nämlich hier richtig schöne Spuren machen, Leute. Passt mal auf, jetzt können wir hier den... Ist es egal, wie rum ich das drehe? Jetzt können wir den Flugsimulator da hinsetzen, genau. Da heben wir den Preis mal direkt auf 20 Ocken an, Alter. Ich habe noch 36 Gäste, ey. Das ist voll, das müssen wir... Ich habe 84, einer ist weg. Kriegen wir. Wo ist er hin? Wie baue ich das mit den Eingängen jetzt? Bei Wege? Du musst auf Warteschlangenwege. Nee, da musst du gar nicht hin. Nee, du musst auf die Attraktion draufklicken, dann steht da Eingang bauen. Und Ausgang bauen. Dann musst du darauf klicken. Eingang bauen. Der genau. Ist hier. Ach, und da muss ich das mit einem Weg verbinden. Yes. Ausgang bauen. Und erst packst du beides hin, dann holst du dir Wege und verbindest das mit dem einen Ausgang. Ist ja natürlich geil, wenn ich beides mit... Ist eigentlich egal. So, okay. Jetzt bauen wir wieder diesen schönen Betonweg, Leute. Wir gehen zu Wege. Wir gehen zu Betonweg. Zack. Zack. Ah, dann wird das so farblich angepasst. Alter, es ist cool. So. Losflugsimulator. Geöffnet. Ein paar Bänke hier, falls die Leute heftig warten. Wieso gehen die nicht rein? Die gehen da hin und rennen dann zurück. Ist das normal? Manchmal wollen die einfach nicht rein. Ah, der will rein. Nice. Dahin. Die erste Besucherin. Wir gucken einfach nur. Kaylin ist die erste. Gefolgt von Lisa. Lisa hat auch Bock. Nice. Das so. Ist toll. Wege. Wir brauchen Mülleimer. Hier machen wir auf jeden Fall einen Mülleimer hin. Hier am besten hier neben diese Bänke. So. Okay, aber wir brauchen eigentlich auch Lampen. Ah, das sieht gut aus. Hier. Und hier. Und hier. Jetzt hat er die eine nicht platziert. Sie da eine Lampe hin. So. Ja, das sieht sehr schick aus. Ja, okay. Das wird so eine, das wird so ein heftiger Park, Ebo. Wie hoch hast du deinen Eintrittspreis? Oh. Vom Park? Vom Park allgemein? Ja. Muss man nicht bei jedem einzeln machen? Nee, Park geht auch. Ich mach mal günstiger. 15 Ocken. Ja, wo kommt macht rein, man Leute. Das denn? Bei dem Zahnrad unten rechts. So, nächste Attraktion. Wir gehen zu Intensivfahrgeschäft und machen das. Mach's auf 13. Topspin, Alter. Oh mein Gott, hätte ich da Angst. Oder Fireball. Oh, ja. Ich mach Fireball, Alter. Nee, aber das. Ne? Ach, wo ich bin, ich weiß auch nicht. Ich mach das einfach. Ich will so eine Riesenachterbahn jetzt endlich mal machen. Ich hatte noch gar keine. Aus, weil das, ja, das sieht besser, glaube ich, aus. Bam. Oh, meine heilige Güte, damit würde ich ja niemals fahren, Alter. Da werde ich ja so Schiss. So, und Ausgang bauen. So, jetzt gehen wir wieder zu Wege. Das sieht viel schöner aus, als das, was wir vor einem Jahr gebaut haben hier. So, schick. Schick. Öffnen wir die Bude, zack. Ich mache hier den Preis auch mal wieder ein bisschen runter. So. Okay. Ja, das sieht doch viel schick aus. Jetzt können wir hier noch coole Deko reinpacken. Und dann haben wir hier... Oh Gott, Leute, hier den Müll, den müssen wir wegmachen. Ah ja, der dreht sich ja so komisch. Das weiß ich gar nicht mehr. Oh Mann, ey. Okay. Ich habe vielleicht auch ein bisschen viele Stände hier hingeknallt, Alter. Das ist übertrieben. Guck mal, ich habe gerade mal 49 Gäste und ich habe ja gefühlt 20 Stände. Also ich habe pro zwei Gäste ein Stand, Alter. So, jetzt sind wir bei Achterbahn. Das müssen wir selbst bauen. Das machen wir dann später nochmal. Was haben wir hier? Flussstromschnelle. Schwanboot, das müssen wir auch selbst bauen, ne? Und dann machen wir hier doch noch den Fireball, Alter. So viel Zeit muss sein. Fireball kommt hier hin. Machen den Eingang, machen wir hier hin. Und den Ausgang machen wir dahin, genau. Dann verbinden wir das natürlich wieder mit den Betonplatten. So. Oh Gott, so. Löschen wir das. Genau, sehr schön. Und jetzt. Oh nein, abbrechen. Und jetzt öffnen wir die Bude. Geöffnet, ja. So. Jetzt brauchen wir aber noch Deko, weil das sieht alles sehr steril hier aus, Leute. Das können wir natürlich so nicht lassen. Wir brauchen erstmal Laternen natürlich. So. Deko fertig.
Ja, hier könnte man vielleicht noch ein bisschen was. Hier noch ein Baum und dann hier noch so einzelne Steine. Ja, check. Sieht auf jeden Fall besser aus als vorher, das ist keine Frage. Müll liegt jetzt hier auch nicht rum, wird alles schon eingesammelt. Bin sehr zufrieden. Was sagen die Gäste? 53, leichter Anstieg. Kann ich denn irgendwo nachgucken, was die cool finden und was eher nicht so cool ist? Ich auf die Sterne drücke vielleicht. Ich habe 2,5. Oh, du hast 2,5? Ja. Dann muss ich mal gucken. Warte mal, wie kann ich denn sehen, wie zufrieden die sind? Warte mal, hier. Kann auf die einzelnen Fahrdingsmöglichkeiten drücken, da siehst du es halt. Warte mal, ich habe da gerade was geöffnet. Nee, ich habe 2. Parkinformation. Ich mache noch billiger hier, die sollen da reinströmen. Parkwert 71.000. Was meinst du? Wenn du halt auf die einzelnen Fahrmöglichkeiten drückst, dann kannst du ja sehen, was denen daran nicht passt oder so. Statistik. Gästezufriedenheit 52% nur? Ach du heilige Güte. Oh, okay. Hört sich nicht gut an. Wir haben uns jetzt mehr Platz gekauft und auch mehr Höhe. Und wir werden jetzt die kompletten 200.000, die wir noch übrig haben, werde ich jetzt in die heftigste Achterbahn bauen, die die Welt je gesehen hat. Oh, Alter. Zuerst geht's nach oben mit Kette, so mit Lift. Bis zum Maximum, damit direkt mal jeder weiß, hier was Sache ist. Okay. So, jetzt nach links. Genau, und jetzt so. Geht das? Ah, nee. Okay. Geht leider nicht. Wartet. So. Bam. Jawohl. Das ist hoch, wenn ich das mal mit den anderen Achterbahnen vergleiche, Alter. Oh mein Gott. Das ist der höchste Punkt der Map. So, gibt es natürlich keinen Lift mehr. Hier fährt man jetzt erstmal so ein bisschen. Jetzt machen wir hier eine... Wenn ich jetzt da eine Bremse mache, bleibt man dann da komplett stehen oder fährt man nur so richtig langsam? Ist es nicht eine Bremse? Ich habe komplett keine Bremse reingepackt. Okay, jetzt geht's hier geradeaus erstmal easy, ne? Und jetzt nach links. Erstmal normal. Und jetzt nach unten. Ja, Mann. Toh, das wird cool. Das war eine schwere Geburt, Alter. Auf die Bude. Oh Mann. Das Fahrgeschäft muss mindestens ein... Achso. Ja gut, mein Gott. Ein Ausgang. Wer braucht das schon? Eingang. Ausgang. So. Ach. Geöffnet. So, jetzt machen wir noch schnell einen Weg. Ivo, was quatschst du hier im Hintergrund, ey? Verstehe ich nicht. Ich bin ja gerade konzentriert bei der Sache. Das tut mir leid. So. Kommt jetzt hier. Sieht gut aus. Komm mal mit, Ivo. Fahr eine Runde. Ja, okay. Ich bin auf dem Weg. Alter, das ist... Das ist hoch. Das ist sehr hoch. Hier, komm, Leute, Sonderangebot. Da ist eh eine halbe Qual, war das Ding zu bauen. Hier, $5. Schnerber. Welcher Vergnügungspark? Ich meine, die bezahlen ja Eintritt und dann kostet einfach jede Attraktion trotzdem nochmal Cash. Ist ja auch übelst teuer. Aber die ersten fahren damit. Die muss hier bei der ersten Fahrt dabei sein. Da kommt es angesprintet. Hallo. Ich wusste gerade. Hier ganz hin, komm. Ganz hinten. Oh, die fährt los, Ivo, du warst zu langsam. Nein, dann steig ein, egal, die erste Fahrt, geh rein. Nein, wir müssen zusammenfahren. Komm, wir rennen hinterher. Geht das? Ja. Oh ja, wie steigt man denn ein? Ja, F. Ich sitze drin. F? Ich sitze auch drin. Nice, Alter. Guck mal, man fährt gut, ganz langsam nach oben, an den höchsten Punkt des Spiels. Alter. Boah, da ist schon Bammel, Alter, jetzt hier so weit oben. Oh, ich mag sowas aber. Und jetzt so ganz langsam. Jetzt fahrt man so ganz langsam. Kann man schön die Aussicht genießen. Oh, Alter, dein Park ist halt abnormal, sehen. Alter. Dein Park ist so krass. Guck mal, mein Scheißpark dagegen gar nicht. Ja, aber weil das, was ich neu gebaut habe, ist cool. Nur das alte ist halt kacke. Ja, du musst mal bei mir vorbeischauen. Da gucken wir uns mal meinen. Was hat denn der Achterbahn dahinter gebaut? Ist irgendwie so eine. Ja, ich weiß nicht, der farmt, glaube ich, Punkte oder so. Ah ja, das kann der sein. Der hat da ganz viele Sitze nebeneinander platziert. Okay, jetzt kommt gleich der Spaß. Du musst Ego-Perspektive, Evo. Alter, ich habe schon 115 Leute bei mir. Okay, bin. Gleich geht's los. Habe ich jetzt eigentlich auch gezahlt dafür, dass ich jetzt aufgestiegen bin? Ach, keine Ahnung, Alter, das wäre das. Das ist ja witzig. Okay, jetzt geht's los. Drei. Oh, okay. Zwei. Eins. Oh, und... Go. Oh, der hält seine Hände, der vor mir. Alter, oh mein Gott, hätte ich da Angst gehabt. Alter, ist man schnell. Alter. Oh mein
mein Gott. Hey, ich so Angst gehabt, echt. Nice, Alter, das war's. Let's go. Ich will nicht sagen, aber ich hab 3 Sterne, ne? Ich habe 2,5, obwohl mein Park Müll ist. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt so. Mann. Und damit angeben. Dein Park sieht krass aus. Ja. Alter, ist der voll. So. Oh mein Gott, ist der voll. So, herzlich willkommen im Epo-Paradies. Du hast dir richtig was gedacht. So, der ist richtig cool gebaut. Ja. Nicht so wie meiner. Und viele Sachen ich auch habe. Ganz viel Essen auch, Toiletten, gut, das Laternen. Ich auch. Okay, okay. Ja, du hast halt mehr Attraktionen als ich. Ja. Ja, weil ich heftig bin. Was hat der Typ da? Der sieht echt krass aus, der Park, ohne Witz. Was hat der Typ da gebaut, Alter? Okay. Boah, Alter, das muss ganz ja, schön. Bei mir geht's auch. Das muss ganz schön schleppen, wenn man da hochkommt. Wir haben ein bisschen viel gegessen die letzten Tage, tut mir leid. Ah, nicht schlimm. Jetzt immer cool, da. Gleich wird's schneller. Mal die Höhe an, vielleicht das mal mit dem Heftigen da hinten. Ja, ich sehe es, aber der Rest, ne? Guck mal bei mir runter, guck mal, wenn du jetzt runter guckst. Ja, ich kann gucken. Wie heftig das aussieht. Ja, das sieht wirklich heftig aus. Okay, und jetzt Abfahrt. Los. Wow! Ja, okay. Okay, dann ist es vielleicht ein bisschen schneller, jetzt auch ein bisschen höher. Wie meinst du? Guck mal, das ist cool. Also, wenn du jetzt den Schlepper hier vergessen, jetzt, weil wir da rückwärts wieder zurückrollen. Ja. Ja, ist nicht schlecht, aber für meinen besser. Ja. Aber dein Park insgesamt ist dafür 10-mal geiler, also naja. Ja. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr einen weiteren Vergnügungspark sehen möchtet. Abonniert auch meinen Kanal kostenlos. Und dann sehen wir uns morgen noch dran, euer Benzo. Ciao. Ciao.